Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast. Und mein guter alter Co-Moderator Tom Arter hat uns was richtig Schönes ausgegraben. Hallo Tom. Jo, hallo Arti. Ich bin mal in die Katakomben von Funk hinabgestiegen. Soll heißen, ich bin auf die Internetseite gegangen und hab da mal so durchgescrollt, was es alles gibt. Also was von unseren Gebührengeldern so bezahlt wird auf dieser Plattform. Und das ist absurd. Also ich glaub mir, das ist Content für Jahrhunderte. Und eine dieser absolut schlimmen, geistesgestörten Serien, die wir da gefunden haben, ist hier I Am Just Myself. Du kannst ja mal bitte den fünften Tab öffnen. Da wird die Serie so beschrieben. Genau, darum geht es. I Am Just Myself ist die erste Live-Serie auf Snapchat, und Instagram. Auf ihrem Weg dahin teilt Lotte ihr komplettes Leben, ihre Gefühle und ihre Gedanken mit ihren FollowerInnen. Ohne Kompromisse. Lotte geht durch die großen und kleinen Ups and Downs, die zum Erwachsenwerden dazugehören. Auf der Suche nach Antworten auf die alles entscheidende Frage. Wer bin ich und wo ist eigentlich mein Platz im Leben? Eigentlich sympathisch. Du magst doch solche Filme, die diese Thematik haben mit dem Ja, so Coming-of-Age-Filme, Erwachsenwerden, natürlich, finde ich eigentlich großartig. Aber, also du kannst ja mal ein bisschen durch die Seite scrollen. Das ist absurd. Also erstmal. ich will erstmal anmerken, es gibt 37 Staffeln davon mittlerweile. Genau, wir sind jetzt bei neues Videos, Staffel 37. 37 Staffeln lang gibt's schon diesen, man muss es sagen, Müll. Weil wir werden euch auch gleich mit euch paar Folgen reinziehen. Ich habe selber mal reingeskippt in eine und das ist ein belangloser Müll. Es ist wirklich, wie du gesagt hast, EZSZ für Minderbemittelte. Es ist einfach nur Schrott. Aber ich habe noch nicht Ja. reingeskippt. Es ist nur aus den Titeln ist der Name Ja, erwachsen. schon aus den Titeln, ja, aber das stimmt einfach. Das ist halt, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, was das sein soll. Ich habe ja auch, wie gesagt, nur in den Folge so ein bisschen reingeskippt. Das ist halt eine Serie erstmal, die auf Snapchat läuft. Und auf Snapchat ist halt eine App, klar. Und was jetzt diese Serie ausmacht, die ist die ganze Zeit in Hochkant gedreht. Also so, das Bild ist die ganze Zeit Hochkant, so wie man sein Handy halt hält. So soll man das dann Hochkant am Handy sehen. Und dann soll man sich halt hier 10 Minuten so eine Folge reinziehen, als junger Jugendlicher von unseren Gebührengeldern wohlgemerkt. Ja, und jetzt haben wir hier unten noch meistgesehene Videos. Was haben wir denn da? Ich bin gerne Single. Beziehungsaus.17 Gründe, Peinliche warum. Tanzchallenge in der Fußgängerzone. Ja. Ja, wer singt, verliert. Versuch nicht zu singen, die Challenge. Bitte geh nicht, ist meine beste Freundin jetzt für immer weg. 2 Jahre Beziehung, einfach so kaputt. Staffel 1, Tag 1. Ach so, das ist wahrscheinlich sogar die erste Folge. Get ready for Wiesen, meine Wiesen-Dürndl-Tipps. Was zum Fick? Warum bezahlen wir Geld für den Schrott? Also die Frau Das ist ist doch. anscheinend irgendwie so pendeln zwischen München und Berlin oder hat mal in München Ja, gelebt und also ich nehme mal an, ist ins Shithole gegangen, ja. ja, also das ist halt auch so eine Influencer-Serie, wisst ihr, die nimmt sich halt die ganze Zeit da auf und erzählt dann von ihrem Leben und das ist passiert und heute treffe ich mich mit dem und das hat halt auch so Soap-Charakter. Kannst du dann mal bitte schauen, wenn der erste Beitrag von ihr läuft, wie groß ist denn die Frau auf Snapchat? Ach, auf Oder Snapchat? auf, ich weiß jetzt nicht, was für, oder auf Instagram. Ich weiß nicht, was ihr Naja, Hauptkanal ist. die Serie läuft ja auf Snapchat. Ich muss mal gucken. I'm just myself. Am Ende ist sie richtig groß, man weiß es ja nicht. Naja, 179.000 Abonnenten. Eieiei. Also das ist viel. Das ist ja eine Fünftel Million Leute, Ah, die haben wir kann bald man ein. sagen. Ja, das ist krass. Und halt Und von unserem die Geld. Aufrufe, sieht man die von den Videos? Boah, ich kann ja mal bei Staffel 1 hier gucken, zum Beispiel. Staffel 1, Folge 1. Die heißt Liebe zu dritt, die Folge. Da sehe ich jetzt leider keine Aufrufe, tut mir leid. So, weil, also bei YouTube gibt es ja so viele Karteileichen auch immer. Das sind ja so viele Leute, die irgendwann mal einen Kanal abonniert haben und den dann nie wieder schauen. Ja. Deswegen. Nee, Gut. da, keine Ahnung. Genug Brunnen vergiftet, oder? Steigen wir mal in das erste Machwerk Ja. ein. Und wir machen es jetzt so, wir schauen uns natürlich in Staffel 37 irgendwas an. Jetzt werdet ihr sagen, um Gottes Willen, man muss doch eine Serie von vorne schauen. Aber es ist natürlich auch bei GZSZ oder so, ihr schaltet den Fernseher an und dann lasst ihr euch davon berieseln. Und so ist es ja auch hier, wenn sich die Jugendlichen das auf Snapchat reinziehen. Da ziehst du dir die neueste Folge rein und versuchst dann irgendwie in die Handlung reinzukommen. Und so Ja. werden wir es jetzt auch machen.
Also dann viel Spaß. Das Konzept ist halt ganz anders als zu unserem Inhalt, den wir hier produzieren. Also der ist zeitlos. Man kann sich ohne Probleme die erste Folge nochmal anschauen. Ne? Bei unserem Inhalt? Ja, auf jeden Fall. Okay, naja. Die Sachen, die wir besprechen, sind halt irgendwann einfach nicht mehr aktuell. Das Ding. Aber gut, jetzt machen wir hier so ein Video an. Die Leute wollen Metz sehen. Ja, so, Umstyling-Horror. Wohlgemerkt, gebührenfinanziert. Viel Spaß. Zieht euch das rein. Oh mein Gott, das ist so. Ich kann es mir gar nicht schauen mit dieser ich Scheiße. Und dann einfach ist Joyce! Das sieht man einfach, dass es Joyce war. Sorry, aber sonst würde sie einfach nicht so grinsen, als ob's voll. Voll und. Ich muss rausfinden, was Joyce gegen Kathi in der Hand hat, damit Kathi endlich gegen sie aussagt und sie hinter Gitter kommt. Weil es kann nicht mehr, sie ruiniert mein Leben, sie ruiniert einfach mein Leben. Jeden Tag, Leute, jeden Tag gucke ich auf Kathis Social Media. Jeden Tag. Und versuche irgendwie rauszufinden, was es sein könnte. Was ist denn ihr Geheimnis? Was ist denn schlimm? Was kann denn so schlimm sein? Was ist denn so schlimm? Ich verstehe es nicht. Schau mal, okay, wir gucken jetzt nochmal gemeinsam. Ich gucke auf grausam, Social Media. Oder? Was ist bloß ihr Geheimnis? Wieso steht das da nicht? Und wie das gespielt ist. Also ja. Wie das gespielt ist. Es ist wirklich hinterletztes Niveau. So richtig Laien-Schauspieler bei der Arbeit. Ja, richtig laienmäßig. Ist die jetzt wirklich mit Kacke beworfen worden? Ja, um was es hier auch geht. Also diese absolute Teenie-Gülle. Ja, was hat die denn für ein Geheimnis? Warum will die denn das und das nicht sagen? Also so richtiger 14-jähriger Mädelscheiß, auch so Gossip. Aber die sind doch schon lange keine 14 mehr. Ja, ist klar, aber das stimmt, genau, das ist das Ding, klar, aber das Publikum wird so das Alter haben. 13, 14. Sie hat ja schon graue Haare. Badumts. Ja, ja, also wenn du bei Funk arbeitest, ist das wahrscheinlich, dann passiert das. Aber du, ich bin stolz auf uns, sie haben 40 Sekunden durchgehalten, also. Ja, also mein IQ ist schon hart gedroppt in der Zeit, also. Okay, weiter. Gemeinsam. Okay. Wenn du irgendwas siehst, sag Bescheid. Ja. Ja, ja, ja. Okay. So, Leute, wir sind jetzt auf Kathis Profil und gucken da, ob wir irgendwas finden. Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Falls ihr irgendeine Idee habt, guckt euch nochmal die alten Videos von Kathi und wo wir Kathi getroffen haben oder so an. Vielleicht fällt euch irgendwas auf oder irgendwas ein, was, keine Ahnung, für ihr Geheimnis sprechen könnte oder... Alter. Das ist ja richtig interaktiv, oder? Das ist wie im Kinderfernsehen, so Dora the Explorer, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt so eine Kinderserie. Und von beiden, ja. Ja, ja, das ist so ein kleines Mädchen und dann fragt die immer die Zuschauer, die Kinder vom Fernseher, wo ist der Affe? Könnt ihr mir sagen, wo der Affe ist? Und dann wartet die halt irgendwie 5 Sekunden, damit die Kinder vom Fernseher Zeit haben zu sagen, da links oben ist er. Und so, oh ja, natürlich ist er. Und das ist hier dasselbe Prinzip. Also irgendwelche Kiddies sollen dann mit der schreiben, um die Kommentare in die Höhe zu treiben. Ja, Kadi hat bestimmt das und das Geheimnis. Und, oh Gott, es ist so schlecht. Ja, beste Comedy. Irgendein Indiz, wir brauchen wirklich irgendwas, was hilft. Hey, wer ist denn das da? Der Typ da. Gott. Du hast wirklich recht mit den 5 Sekunden. Was meinst du? Ja, dieses 5 Sekunden warten. Ach so, ja, genau, genau. Ja. Wer ist denn das da hinten? Das ist Yoshi. Was ist der im Rollstuhl? Hä? Wer ist Yoshi? Der war auf unserer Schule, der war mit Kathi. Das ist Kathis Ex-Freund und er hat sie betrogen. Echt jetzt? Und der war früher nicht im Nein, Rollstuhl. Nein, was? Der hatte wahrscheinlich einen Unfall. Ach, sie ganz kurz. Ja? Sehe eigentlich nur ich diese schwarzen, das kurze Flackern? Oder hast du das auch? Frag nur für die Zuschauer. Also das Bild flackert immer mal kurz bei mir schwarz. Aber gut, vielleicht liegt es an Discord. Ich denke Discord, ja. Okay, gut. Danke. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Ja, wer ist sie? Kathis Schwester. Ich glaube, ich habe ihre Nummer noch. Echt jetzt? Oh mein Gott, könnte Kathi haben. Ja. Safe, ich schreibe ihr jetzt einfach mal. Denkt ihr, das ist weird? Egal, ich mach's jetzt einfach. Ist das eigentlich so ein Ding, dass da immer noch mal der Text noch mal da drunter geschrieben wird? Ob das so ein Snapchat-Ding ist, kann ich dir nicht sagen. Ich bin ja nicht auf Snapchat. Ich bin da viel zu alt für. Also, ich bin da selbst schon für Instagram zu alt, ganz ehrlich. Weil das ist ja jetzt nicht genau das, was sie gesagt hat, wo man sagen würde, ach, das ist so ein automatischer Übersetzer, sondern das ist ja händisch eingefügt. Ja, die wird das da hingeschrieben haben, damit die Leute mit ihrem TikTok-Gehirn auch verstehen, was jetzt hier abgeht, was hier passiert.
Damit man, also es reicht ja nicht nur, dass die Person das sagt, man das hört, man soll es am besten nochmal lesen. Nochmal in einfacher Sprache. Ich schreibe ja, mal so, Katis Schwester. Das ist so der Handlungsuntertitel für Minderbemittelte. Ja. Das ist, oh Gott. Es tut weh. Es tut weh. Es tut richtig weh, ja. Aber ich, jetzt mal ohne Scheiß, also ich kaufe denen das dahingehend ab, weil das ist ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, genau die Scheiße, die Frauen gerne machen. Sich irgendwelche Sachen da zusammenzureimen aus irgendwelchen Fotos und Begebenheiten und wie der und, mal geguckt hat und so. Es ist genau dieser Kosmos. Und irgendwas zusammenlästern auch. Also es geht halt hier in dieser Serie nicht um Ideen oder Konzepte, es geht um Personen. Also um irgendwelche, die man kennt und die hat das gesagt und das gemacht und dann aber die, aber da mit dem Dieter. Und, also weißt du, was ich meine? Es ist einfach kleine Mädchenscheiße. Ja. Ich schreibe dir mal, hey, wie es ihr geht und so. Vielleicht finde ich ja irgendwas raus. Leute, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie gesagt, schreibt mir bitte. Auf jeden Fall, wichtig, wichtig, wichtig. So, ich habe gerade die Schwester jetzt geschrieben und ich hoffe, dass heute noch eine Antwort kommt. Auf jeden Fall habe ich heute Nacht Date Night mit Valentin. Also er holt mich nachher ab und dann gehen wir ganz schön essen zusammen. Und ich freue mich richtig. Wir hatten so lange Nacht vom Pierre. Oh, jetzt kommen ja Nebenhandlungen nach auf Nebenhandlungen. Ja, wow. Oh. Also die hat scheinbar einen Freund, okay, diesen Valentin. Jetzt kommt eine Nachricht von Pierre. Aha, aha. Ja, ich schick sie euch mal ran. Wenn wir uns später treffen, um Outfits für Bühnen aufzunehmen. Ich hab's gerade schon gesehen, ich habe schon geantwortet. Egal. Ich hoffe, 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 dass Valentin nicht zu sauer ist und mitkommen möchte. Aber shoppen ist ja auf jeden Fall auch cool. Und kann er dann auch noch was trinken gehen und einen schönen Film zusammen anschauen. Und dann anders. Genau, wenn ihr dabei sein wollt, wie wir. Also, das ist ja mal richtig assi, oder? Du verabredest dich so ewig lange zu so einem Date und dann so am Abend vorher oder am Tag vorher oder am selben Tag, am selben Tag so rum. Ich bin hier zum Shopping verabredet, du kannst gerne mitkommen, aber das eigentliche Date, können wir das von anders machen? Vor allem Shopping mit irgendeinem wildfremden Typen, also ja, aber ich hatte da so einen Typ angeschrieben und der will mit mir shoppen und da sage ich natürlich ja. Also, ich weiß jetzt nicht, aus dem Gesangspart am Anfang würde ich wohlwollend sagen, das ist vielleicht sowas wie ihr Manager oder sowas. Ja, es ging ja um Bühnenoutfits. Ich glaube, irgendwie ein Schauspielkollege. Sie macht, glaube ich, irgendwas mit Musik in der Serie. Es ist auch so ein Ding, ne? Also in so einer Serie, man muss natürlich irgendwie berühmt sein wollen, so wie Hannah Montana oder so, weißt du? Du gehst jetzt keinen normalen Beruf nach, du willst irgendwie Schauspieler sein oder Sänger oder irgendwas. Ja, halt auch da wieder so dieses kleine Mädchen-Ding. Machen wir mal. Ja, nachher zusammen shoppen. Emmy, was machst du da? Dann abonniert und drückt die Glocke auf jeden Fall. Ich bin so gespannt, wo wir hingehen. Und ich bin mir sicher, es wird auf jeden Fall cool. Ja, weil Pia und ich. Wieder so ein Glitzerfummel. Ja, aber Pia und ich haben eigentlich den gleichen Geschmack, nicht so wie Paula. Ist Pierre schwul? Wird das bestimmt. Was? Ja, sorry, ich habe so reingeredet. Ist Pierre schwul? Oder? Das wäre so das Klischee, oder? Ja, wahrscheinlich, wenn der den Glitzerfummel mit der aussucht. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob wir die Folge in Gänze schauen wollen. Das ist, also mein Gehirn schmilzt hier regelrecht. Das schmilzt. Das liegt an der Erwärmung, du weißt. Wie geht's denn weiter? Wie geht's cool. Denn weiter? Mm. Yes, ich freue mich. Leute, ich muss los. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, Leute, hier sieht es so krass aus. Hier sind so voll die Luxusläden. Und wir gehen jetzt shoppen hier. Schatzi, hallo. Warte mal. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, also ich hatte schon was. Achso, so, Entschuldigung. Ja. Warte mal kurz, ist das jetzt dieser Pierre? Ah, nicht. Nee, ich glaube, das ist der andere. Ja, die wollte doch shoppen gehen und dachte ich, mit dem Pierre gemacht. Ja, aber der Paul oder so, wie er hieß, sollte doch dazukommen. Nee, ich dachte Pierre. Ja, ist scheißegal. Also es ist ein Müll. Okay, mein. Es ist ein belangloser Müll. Besseres Wort mit dir, aber. Ich dachte, ich kann hier irgendwo die Geschwindigkeit einstellen. Valentin hat er. Manager mit der Superstar hier einkaufen gehen. Das ist wichtig, weil er und ich, wir haben den gleichen Geschmack und ich brauche doch die ganzen Outfits für die Pressetermine und die Auftritte. Willst du sagen, ich habe nicht den gleichen Geschmack wie du, cool. Oder was? Das wird voll cool. Ich weiß, das ist voll cool. Die Luxus. Ich finde es aber, habe ich nicht den gleichen Geschmack wie du?
Könnte ich auch nicht den Es ist so schlecht. Es ist so schlecht geschaut. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Findest du, das ist gut gespielt? Nein. Das ist so ein Laienspiel, was die hier bringen. Also auf jedem YouTube-Kanal chargieren die Leute besser. Oh, das ist wirklich so Schultheaterniveau. Also in der Komödie könnte ich mir das vorstellen, wo man das so auf den Kicker nimmt. Ja, weißt du? Ja. Aber das ist einfach so, die nehmen das ja ernst und da ist es einfach mal ein bisschen und es viel ist zu sehr drüber. Von unseren 18,36 Euro im Monat finanziert. Man glaubt es nicht. Okay, aber du bist jetzt gleich ganz nett zu ihm, okay? Wenn er kommt, bitte. Ja, klar. Gut. Aber nur wegen dem, ne? Okay. Das ist super duper. Wo ist der Herr? Der kommt bestimmt gleich. Ich bin auch zu spät, wunderbar. Ja, aber ist ja nicht schlimm. So, hey! Hi! Na, wie geht's? Fit? Ja, und du? Ja! Valentin, alles klar. Let's go shopping! Let's go shopping! Also er ist nicht schwul. Sag ich jetzt mal so. Scheint nicht so, ne? Und deutlich älter als der Typ und als sie. Ist der Sugar Daddy. Ja, Gefahr. Vielleicht ist er auch mit jemandem zusammen. Keine Ahnung. Ja, aber ihr Freund dort ist ja auch, weich. Warum? Ey, ach, finde ich gar nicht. Ich meine, die sind beide jung und nee, das sehe ich nicht so. Na ja, okay. Ich glaube, es liegt einfach nur an dem schlechten Schauspiel, dass ich den jetzt so gefressen habe. Ja. Mein Gott, Leute, es ist so krass. Schon geil, ne, so die Spiegel, ne? Krass. So, schau mal vor. Oh mein Gott. Hi. Servus, oh hallo. Oh mein Gott. Dank. Boah, voll gut gespielt, oder? Oh mein Gott, das ist so schön. Das ist alles gleich, ne? Das ist so schön. Wow. Das ist so krass, gell? Schau dich mal um. Boah, es ist krass. Oh mein Gott, es ist so schön hier. Es ist so schön. Oh mein Gott, guck mal, die rosa Kleider. Guck mal. Die ist so voll. Fallen dir nicht. So, ne? Also ein bisschen. Das ist der schönste Tag ever. So das kurze zum Beispiel von dir. Mhm. Auch nicht schlecht. Ja. So. Ist richtig cool. Wollen wir da mal anfangen? Ja. Hm? Ja okay? Ja. Also. Oh mein Gott. Okay, das ist doch so lange weiter, das? Oder? Ja, also wegen mir das kannst du mega, ein bisschen oder? Skippen sogar. Aber was wird dann. Wer weiß, was wir dann verpassen? Naja, du kannst ja. Nee, ganz ehrlich, wir wollen ja eh. Wir schauen uns ja eh nur Auszüge hier aus dieser Serie an. Es geht ja nur darum, ein bisschen um. Oh, jetzt tu dir diese Kleider anprobieren. Das reicht schon ja als Information. Und dieses Gekichere. Oh. Ja, schlimm. Jetzt sind wir immer noch am Shoppen. Geht's um den Hut. Ja, die sind jetzt die ganze Zeit hier. Alter, ich hab doch. Unironisch habe ich jetzt 2 Minuten vorgespult, dieselbe Szene. Ja, genau. Ah, grau. Die hat jetzt die ganze Zeit den Hut auf. Okay, der Rest der Folge geht ums Thema Shopping. Aha. Pierre, kannst du mir kurz helfen, das zuzumachen? Oh. Ich bin so pretty. Mhm. Aber irgendwie, ich muss den Pierre. Ja, nicht Valentin. Aha, Mensch. Komm einfach gleich, weil irgendwie. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Pierre! Tell me straight up. Jetzt hat sie ihn zufällig ohne gesehen. Ja, was für ein Cliffhanger. War ja gar nicht beabsichtigt. Kannst du hier das Ende mal kurz durchlaufen lassen, weil das Mädel, was wir hier jetzt sehen, das ist ja nochmal eine andere, ne? Ich glaube nämlich, da gibt's noch eine Ablegerserie, I Am Josephina oder so. Irgendwas ist da, gibt's nochmal was. Mach mal kurz die Pläne nochmal. Okay. Ja, nee, wir haben es gesehen. Also. Ach, das war dieselbe? Naja. Um Gottes Willen. Okay, krass, wie unterschiedlich Frauen aussehen können mit viel Make-up und anderer Haarfarbe. Ah, ja.
Okay. Bereit für den nächsten Cringe? Ja, genau. Also jetzt sind wir bei Folge 4. Das vorher war Folge 5, ne? Also wir gehen jetzt rückwärts in der Zeit. Ich glaube schon. Sorry. Ja, wir schauen uns halt einfach irgendeine Käse an, dass ihr ein Gefühl für diese Serie gibt. Um mehr geht's da hier gar nicht. Ach so, und am Ende haben wir es ja tatsächlich gesehen, es wurde von ARD und ZDF produziert. Also man hätte es ja gar nicht geglaubt, hätte man das einfach so gesehen. Aber es ist wahr. Es ist fucking wahr. Okay, weiter. So. Ja, ist doch auch egal, Mann! Was ist denn egal? Es ist nicht egal, wenn jemand meine Freundin nachts sieht. Wenn es andersrum wäre, du wärst genauso sauer wie ich! Nein, Weibchen, du übertreibst einfach, Mann! Hör jetzt auf, es reicht! Komm, wir gucken uns das nochmal an! Komm, guck jetzt! Okay, gut, ciao, zeig. Ist ja direkt der Nachfolge. Ach so, ist direkt der Nachfolge. Okay. Perfekt. Kleider sind alle so krass schön. Irgendwie geht es dir nicht zu. Pierre, kannst du mir kurz helfen, das zuzumachen? Ich bin so pretty. Ja, aber irgendwie, ich muss den BH nochmal kurz. Aber ist sie denn auch doof? Ich sag dem, komm mal her zum Zumachen helfen und dann zieht die sich den BH aus. Ist die dumm? Also. Ja, das ist 100% Berechnung. Schon allein, ja, weil sie nicht ihren Freund das machen lässt oder ihr also Date. Das ist ja eh schon sehr komisch. Und ich glaube, der Valentin ist wahrscheinlich auch abgezogen. Naja, gut, jetzt geht das hier schon los, dass wir uns über so einen Müll unterhalten. Die Serie hat uns scheiße. Ab jetzt sind wir Stammzuschauer, ich merke schon. Ich muss heute Nacht hier alle Serien, alle Staffeln los, um auf dem Laufenden zu sein. Ja, genau. Dann frage ich dich aus. Komm einfach gleich, weil irgendwie das ist ein bisschen mehr. Oh mein Gott, Claire! Hey, wieso sagst du nicht so, komm mit dem Nacken? Was ist los? Ey, was soll der Scheiß? Alles gut, ist das gut? Was ist gerade passiert? Warum? Typ, abgesehen, was ist das? Was soll der Scheiß? Keine Ahnung, war ganz kurz weg. Nein, es war versehen, es war meine Schuld. Alles gut, mach dir keinen Kopf. Sorry. Kannst du kurz rausgehen? Ich will mich kurz anziehen, bitte. Und wieder diese Mindermöglichkeit. Ja, sorry, aber du bist echt naiv, wenn du nicht siehst, dass der Typ auf dich steht. Und schau, ich mein's nicht böse oder so, aber wir hatten schon mal so einen Fall mit diesem Kackproduzent von davor. Ich weiß. Und ich will dich nur schützen, weißt du? Ich habe nur Angst, dass dich irgend so ein Typ wieder ausnutzen möchte. Ich weiß, danke. Dass du auf mich aufpasst, wirklich. Aber wirklich, vertrau mir. Pierre ist nicht so. Und Pierre würde niemals. Nein, wirklich. Nein. Doch, er würde. Doch, er würde, aber sowas wird. Ich meine, ein heterosexueller Mann geht nicht mit irgendeiner wildfremden Frau einfach so shoppen. Na gut, aber ich verstehe gar nicht, warum wir hier debattieren. Das ist einfach schlimm. Die Serie hat uns schon. Und genauso werden die Teenies da reingezogen. Was? Du schaust dir eine Folge an und okay, jetzt wird's spannend. Da kommt noch die Schulhof-Pausendynamik oder Pausenhof-Dynamik dann, ne? Genau, dann. Wehe, du bist nicht up to date dann. Oh Gott, das will. Genau, dann quatscht man mit seinen Freundinnen. Und hast du die neue Folge gesehen? Was denkst du? War das Absicht von Pierre? Oh Gott. Von unseren Gebührengeldern. Niemals irgendwie so sein wie der Produzent. Ich hoffe auch. Ich hoffe, dass der Typ nicht so ist. Immer. Vorsicht. Ja, genau. Ich weiß. Danke, dass du auf mich aufpasst. Ich passe auch jetzt mal weiter auf dich auf und ich hole uns das zum Essen, okay? Emmy kommt auch gleich. Bringst du was für sie mit? Ja, selbstverständlich. Cool. Die mag Brot auch. Oder? Ja, bis gleich. Ciao. Tja, ist ja auch schon mal so eine Situation, wo ja. Irgendwie. Alter! Was ist denn das? War euer Doppelpunkt, eure Partner Doppelpunkt innen schon mal grundlos eifersüchtig? Schreibt mir, oh Gott, dieses Gegendere. Das ist der Preis, den du für Funk zahlst. Ja, ja, ja. Ja. Oh Gott. Das Gefühl hatte, dass euer Partner zu eifersüchtig ist. Schreibt mir mal eure ganzen Erfahrungen damit. Ich wusste irgendwie gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich bin echt froh, dass wir jetzt so einigermaßen geklärt haben und es ist ja auch echt süß, dass er einfach wissen will. Stopp. Da kommt das Zweig, ja. Ich sehe schon, wie das geclaimed wird, ja. Ich sehe.
Aber wir hatten noch nicht die 7 Sekunden, hatten wir nicht. Ja, okay. Ja, also kannst du jetzt eh hier durchskippen. Also das ist ja jetzt... Leute, esst ihr eigentlich gerne lieber herzhaftes oder süßes? Ich möchte an die Flagge über ihren Kopf hin. Ja, natürlich, hängt an der Regenbogenflagge, natürlich. Und was für ein Müll, jetzt unterhalten wir uns darüber, ob wir gern früh süß oder herzhaft essen. Ja, gut, das ist wieder das Ding, was ich schon mal angesprochen habe bei irgendeiner anderen Serie, ich weiß gar nicht mehr welcher, so, dass halt auch diese Funkleute sind am Ende des Tages einfach Klickhuren. Schreibt uns, kommentiert hier so und so. Also, die wollen auch nur ihre Likes und Klicks, wie jeder private YouTuber, nur dass die halt bezahlt werden für den Trick. Ja, und schlussendlich ist es auch so, sie haben halt nicht viel zu sagen und dann müssen sie es halt mit sowas füllen, mit solchen Banalitäten schlussendlich. Ich meine, das ist die ganze Serie, das geht ja um Banalitäten hier. Das ist ja die Banalität, die Serie. Also. Hey Leute, wollt ihr mehr von diesem Content oder sollen wir euch die zweite Folge Halal-Dating kommentieren? Erzählt uns doch mal. Fandet ihr die schwarzen Ohrringe besser oder die goldenen? Sowas fragt ihr bestimmt auch tausendmal. Oh Gott, bei der Folge davor, wie fandet ihr denn das rote Kleid? Oder war das orange eine schöne? Ja, genau. Mehr so Jetzt gibt es hier gleich irgend so eine SMS oder sowas. Ja, ich geht mal dahin. Schick's euch mal rein. Schick's euch mal rein, Bro. Habt ihr einen großen Traum? Schreibt mir. Chiara, ich brauch dich jetzt. Was ist los? Sie sagt, irgendwas ist. Was ist passiert? Keine Ahnung. Sie schreibt. Ich bin auf der Arbeit, ich raste gleich aus. Verständlich. Was ist los? Was ist los, Bruder? Wow. Ja. Halbe Gehe den Zug. Wir haben 10 Wechsel und alle müssen zusammenproben. Die Premiere ist in 2 Wochen. Deswegen weiß ich gar nicht, wann ich nach München komme. Telefonieren wird auch schwierig. Ich melde mich einfach. Okay? Oh Gottes Willen. Nein, wie dramatisch. Das ist schrecklich. Boah, ey, tu mir das nicht an. Ich dachte, jetzt ist es irgendwie Pierre oder so, aber... Ja, es geht ruhig weiter. Das ist ein belangloser Müll. Jetzt chatten die hier die ganze Zeit noch minutenlang. Also das ist diese Serie, liebe Leute. Dafür zahlt ihr Geld. Wobei ich ja fast sagen muss, ich finde es ja schon mal irgendwo gut, wenn eine Serie ein bisschen was Neues wagt. Also, und dieses Neue hier, dass man auch so Chatprotokolle zeigt, das finde ich ja schon mal gar nicht so verkehrt, aber das ist so belanglos. Oh, jetzt kommt natürlich wieder Pierre ins Spiel. Aber mich interessiert es fast gar nicht. Also wegen mir können wir die Serie jetzt schon hier beenden, die Besprechung. Also, ja. Okay. Aber das Foto wird doch geleakt. Ja, wow, toll. Wie stark geschminkt auch die Mädels alle in der Serie sind. Also die sowieso und die andere Oka, diese Vicky. Noch eine Schwester. Eigentlich irgendwas Interessantes. Ja, passiert noch was Interessantes. Okay. Bei Lüge bin ich dabei. Der erzählt bestimmt irgendwas über Corona. Jetzt geht's los. Ich gehe mal ein Stück zurück. Es war seltsam, dass Pierre einfach meine Hand genommen hat. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich denken soll, Leute. Bild ich mir das ein? Oder habe ich mich jetzt von Valentin irgendwie beeinflussen lassen? Oder war das echt komisch? Ich glaube, ich spinne einfach schon wieder und er wollte mich doch nur beruhigen. Es ist doch sogar krass lieb von ihm, dass er mit mir ein Interview üben will. Puh, keine Ahnung, ich drehe langsam echt durch. Okay, ich reite mich jetzt wieder zusammen und gehe jetzt wieder raus. Das ist so geil. Hey! Eine neue Künstlerin, ja? Chiara, hi, freut mich. Chiara, Produzent, Freund, Bekannter, ja. Ich kenne sie. Was? Ich kenne sie, ja. Ihr kennt euch. Du hast Chiara, wa? Ja. Du, diese Frau, die hat meinen Partner Sven. Die hat hier bei der Polizei angeschwärzt. Ach, Quatsch. Doch, ohne Scheiß. Was, du kennst Sven? Er hat sich einen Mann gemacht. Oh mein Gott. Dann ist sie zur Polizei gegangen und sagt, oh Mann, er hat mich genötigt und sexuell missbraucht und was weiß ich. Ja, oh mein Gott, das stimmt nicht. Das willst du nie machen, oder? Nein. Oh mein Gott, du bist ein Freund von Sven. Sorry, aber Sven wollte mich vergewaltigen, ja?
Du, Sven würde nie im Leben irgendwas in der Richtung machen. Ich kenne ihn seit 10 Jahren. Aber du kannst mir einen Scheiß erzählen. Hey, komm mal. Boah, diese Schauspiele auch. Wie ausrasten. Es ist wirklich so, oh, ich fand die Sopia schön. Lass uns das mal nachmachen. Und wie auch unten wirklich immer diese Dialoge noch kommen. Pierre, glaub mir zum Glück, dann lass den Pierre das doch sagen, anstatt das hier reinzuschreiben. Also, oh, ist das schlecht. Ja, komm, mach's weg. Also, ich willst du nicht noch das, die Conclusio hier sehen? Nee, das ist mir alles scheißegal. Also, das ist... So. Naja. Gut, also, nachdem jetzt 2 Folgen mehr oder weniger Gossip war... Vielleicht kommt jetzt hier was Sozialkritisches. Kann ich das Geld auftreiben? Ja, oh Gott, ich ahne, aber schlimm ist. Hier geht es nämlich um Inflation und so. Und, aber ja. Wir sind jetzt in Staffel 35. Hallo Leute! Wir sind jetzt, in Staffel 35, also 2 Jahre vorher wahrscheinlich. Ja. Wobei, oh, Corona. Stopp. Warte mal, stopp. Jetzt habe ich mich ja selber ausgenockt. Also 37 Staffeln, das kann ja gar nicht sein. So alt ist die Dame ja nicht. Wird Anfang 20 sein. Ach so, hast du das gerecht? Ja. Also, es wird vielleicht so eine Staffel im Monat kommen oder so. Ja. Ich denke auch. Gott, ich mach mal groß und dann geht's ja. Jetzt hier bei Regensburg und waren gerade schon bei meiner Mama Kaffee trinken. Es war richtig, richtig schön, sie mal wieder zu sehen und mit ihr zu sein. Und jetzt sind wir hier und fahren gleich Kanu. Und seid ihr bereit? Sowas, Kanu, born ready. Wir haben eigentlich zu viel Boote, weil. Ja, Vicky ist. Willst du was sagen? Du bist gemütet. Oh ja. Man merkt sofort andere Staffel, weil ganz andere Nebencharaktere. Ja, keine Ahnung. Sehr clever. Ja, Vicky hat leider Tagebauchschmerzen und deswegen konnte sie wir nicht mitkommen. Wir denken an dich, Vicky. Ja, wir schick denken mal, an dich. Mal ein bisschen ja, Liebe schick mal ganz viel Liebe. Ein Herz, ein Herz. Ja, wie ist es eigentlich bei euch so? Habt ihr auch so krasse Tagebauchschmerzen und könnt euch dann gar nicht bewegen? Oder? Schreibt mir. Oh Gott, es ist wirklich... Wie gesagt, klein Mädchenscheiß. Ja. Ist bei euch easy. Schreibt mir mal, das würde mich voll interessieren. Auf jeden Fall werden wir jetzt die Zeit nutzen und. Ja, können wir jetzt also mal los oder was? Okay! Let's go! Geil! Hi! Hi, Mirko! Ich dachte, ich schau mal vorbei. Was machst du hier? Ich habe heute frei und ich dachte, ich bringe Prosecco mit. Weißt du, weil ich ja gestern nicht so lange da war. Ja, cool. Ja, Aber also, ich will jetzt auch nicht, also wenn ihr, ich will jetzt auch nicht reinplatzen. Ich dachte, ich schaue einfach nur kurz vorbei. Alles gut eigentlich, also... Mirko, was geht? Was geht? Hey, wir haben einen Platz frei im Boot, das gleich mit anpacken. Ja, gerne. Vicky ist ja krank. Ja. Ist das okay? Ja, klar, alles gut, ja. Wenn es für euch auch okay ist. Alles klar. Der nächste Fuckboy am Start. Ja, ich denke auch. Gott. Steht die auf denen? Ja. Ach, es ist mir alles so egal eigentlich. Also die Mädels sind überschwingt und die Kerle sind, naja, der ist doch irgendwie angemalt, oder? So mit extra, der ist doch irgendwie so angemalt mit so farbiger Sonnencreme oder sowas. Meinst du? Also diese Rostfarben? Ich denke, das ist sein Hautton, aber jetzt wird sie rassistisch. Naja. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, der wirkt so ein bisschen eingehört, so glänzend. Ja, genau. So. Ja, aber ist es nicht ultra komisch, dass er hier ist? Ja, das schaffen wir schon. Warte. Emmy. Warte. Hallo. Ja, hallo, guck ihn dir doch mal an. Du bist nicht so stark. Ja, er sieht schon gut aus. Ja, das ist so ein charming pretty boy. Die Fingernägel des Todes. Warte, ich pack für dich hierher zu fahren. Nee, mach mal, schon du bist doch stark. Ich meine, genieß den Ausblick. Ja. Oh mein Gott, ich hab's gut, nichts passiert. Ja, ich bin ready, ich warte. Auf geht's. Ja? Auf geht's. Okay. Jetzt bei dir? Vorsicht. So, wir sind jetzt finally beim Wasser, auf dem Wasser und ja, haben Spaß, oder? Ja. Seid ihr gut drauf, Leute? Ey, Leute, das ist nicht cool. Ich habe auch mein Handy in der Hand. Nee, das ist wirklich nicht cool. Ja, nee, Leute, das finde ich echt scheiße. Tja, das Gericht der Rache ist verkauft, I guess. Es ist so
Ich skippe mal durch, oder? Also. Ja, es ist wirklich banal. Ich gucke gerade hier nur, also die Staffel 37, die begann vor 7 Tagen. Also vor einer Woche. So, die Staffel 36 vor 2 Monaten. Die Staffel 35. Ja, das spielt im Automata, Entschuldigung. Achso, die Staffel 35 vor 5 Monaten. Und, naja, was. Ja, du hast schon recht, so alle 2-3 Monate neue Staffel. Ja, ja. Was ich mich frage, das Ding ist ja häufig bei solchen Serien, muss man dazu sagen, bei so GZS und so, du musst ja auch jeden Tag irgendwas liefern. Jeden Tag irgendeinen Handlungsstrang bieten, sonst wird's langweilig. Also du machst ja die ganze Zeit Content, aber da muss auch was passieren. Und dann ist es meistens so in diesen Serien, dass wirklich die allerverrücktesten Sachen passieren. Also der, also erstmal auch beziehungsmäßig, der kommt mit dem zusammen und dann trennt sich der von der und dann kommt wieder das Pärchen und dann kriegen die ein Kind und dann stellt sich raus, der hat noch ein Geschwisterchen dritten Grades und was weiß ich. Und ich, was ich mich jetzt frage hier, wie ich diese Handlung sehe hier mit diesem Typen. Also diese Serie, die spielt vor, also die Staffel hier, die spielt vor 5 Monate vor der, die wir gerade eben gesehen haben. Jetzt hat die hier einen anderen Typen am Start als diesen Valentin. Was ich mich frage, ob jetzt hier quasi jede Staffel irgendwie ein anderer Typ an der Angel ist. Also ob die da mehr oder weniger 37 Typen durchgeht. Das könnte ich mir fast vorstellen. Also ich kann es jetzt nur vermuten. Na, vielleicht aber nicht ganz so hart. Ich denke, es gibt ab und an mal noch so ein, ja, jemanden, eine der zweite länger dabei Episode ist. Mit jemandem. Genau. Ja, genau. Aber, also zum Beispiel in der Folge gerade eben, aber da haben wir ja auch schon einige so Techtelmechtel gesehen. Da hattest du hier mit dem Pierre bisschen was. Dann war die Geschichte davor mit dem Sven, der die vergewaltigen wollte. Also es geht halt ich irgendwie merke, immer. Ich merke, du bist schon voll drin. Nee, worauf ich hinaus will, es werden halt, wie es für so eine Art Soap üblich ist, werden halt immer irgendwie neue romantische Geschichtchen aufgemacht. Und so, jetzt kommt der Hammer. Nee, worauf ich hinaus will. Wenn sich jetzt irgendwelche Jugendlichen das anschauen, frage ich mich, ob das auch so ein bisschen zu dieser, naja, wie soll ich sagen, zu dieser sexuellen Übersättigung führt. Also, ja, das war jetzt schlecht ausgedrückt. Weißt du, was ich meine? So dieser bisschen Wertlosigkeit, dieser Schnelllebigkeit des Partnerlebens. Weißt du, hast du mal die Woche den, mal den, mal den. Wenn dir das auch so vorgelebt wird hier in dieser Serie, darauf will ich hinaus. Das wäre ein bisschen komisch. Also eben, weil ich das jetzt hier einfach sehe mit hier mit irgendeinem Typen, dann gibt es vielleicht ja alle 2 Monate irgendwie einen neuen. Ja, das gut, also die hat das nicht erfunden. Ich denke, die ist da auch ein Produkt ihrer Umwelt, wo das schon so vorgelebt wird. Ist richtig, ja? Ist richtig. Lass dir alle Optionen offen, entscheide dich bloß nicht für jemanden, der Traumprinz ist nur einen Swipe entfernt und so weiter. Ja, klar, klar. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe jetzt hier lang geschwurbelt, aber ja, das ist das Ding. Ich frage mich, ob das auch so ein bisschen das verstärkt, diesen ganzen Trend. Ich habe eigentlich gedacht, du willst den Punkt aufmachen, dass, wie soll ich sagen, die ist nicht in der Lage dazu, diese ganzen Handlungsstränge zu spinnen, ob die nicht ein paar Schreiber im Hintergrund hat, die sich das dann so storymäßig ausdenken. Ja, das sowieso, um Gottes Willen. Also das wird doch nicht nur von den Schauspielern hier gemacht sein. Also die werden helfenden Autoren noch im Hintergrund haben. Sind ja geile Schauspieler, das ist ja das Ding. Sind ja einfach nur so Laienhansen. Ja, es sind letztlich irgendwelche Influencer, die sich halt vor die Kamera setzen und dann so Laienschauspiel machen. Also ich kann mir nicht vorstellen eigentlich, dass die Hauptfigur hier auch diese Episoden schreibt. Also ich wette, da gibt es noch mindestens ein, wahrscheinlich mehr Autoren. Dahinter noch. Aber, also was ich mich halt so wirklich frage, die lädt ja so viel hoch da, in kurzer Zeit, fast täglich gefühlt anscheinend, ne? Naja, nicht ganz. Also wie gesagt, alle 2 Monate kommt so eine ganze Woche lang dann so eine Staffel. Ach so machen die das. Ah, okay. Ja, okay. Ich dachte halt wirklich, so, die macht jeden Tag so einen Schnipsel, weil dann hätte sie ja wirklich kein echtes Leben mehr. Nee, alle aber so 2 Monate, geht's natürlich, ja. Alle 2 Monate kommt so eine Staffel. Und die besteht dann gut, aus. Ah, gut, dann geht's. Staffel 36 besteht jetzt zum Beispiel aus, um Gottes Willen, 13 Folgen. Gut, 13 mal. Was waren das immer? 12 Minuten oder sowas, ne? Ja. Sag mal, eine Viertelstunde großzügig. Mhm. 3 Stunden oder so. Ja, gut. Und das ist nichts. Ja, sind wir ehrlich, das ist ja billig produziert, also. Ja. Ja, die stellt sich da hin und hammelt sich ein bisschen ab.
Ich meine, immerhin gibt es keinen teuren Kameramann, der dafür bezahlt wird. Das macht sie. Das Teuerste werden halt die, in Anführungszeichen, Schauspieler sein. Also wirklich die reine Zeit, die die verbringen. Also wo die sich hinstellen und so, das wird super billig sein, wie hier. Die mieten sich ein paar Kanus an, 100 Euro, ich meine, zahlt das ZDF, dann geht das also, los. Stellen die sich in den Wald und drehen. Genau, fahren ein bisschen auf der Seenplatte rum. Und, ja, oder gut, fahren sie in dem Laden, da werden sie halt den Laden mal angehauen haben, hier, wir wollen mal bei euch drehen, 2 Stunden, geben euch 200 Euro oder so. Und genau. Wir zeigen auch mal kurz euer Logo. Ne? Genau, und eure schicken Kleider und so. Und genau. Gut, aber was wird hier eigentlich, was ist unbezahlbar? Ich bin immer noch... Ich dachte, hier geht es um Inflation. Ja, es geht mal durch. Hier geht es ja überhaupt nicht um Geld. Also, ja, wenn die jetzt hier noch, also dieses Geplänkel mit diesem Typen, ziemlich am Müll. Oh mein Gott. Langweilig. Nee. Alter, 2 Minuten rum, die ist immer noch im Wasser. Hier schon wieder los. Ja. Warum kann die das nicht? Oh. Jetzt kommt das Thema Geld. Ich geh mal vor. Jetzt endlich sozial. Ja, scheiße, Leute, was machen wir denn jetzt? Ach, die haben ihre Tasche im Wasser. Ja, ich hab kein Geld dabei mehr. Ja, nee, ich auch nicht. War alles in diesem Beutel. Ja, ich bin der Bro. Und ich habe auch kein Geld mehr auf der Karte. Also kann ich kein Ticket online kaufen. Was könnten wir machen? Ach, diese Nägel. Ich ja, sollen wir mal anrufen? Sollen wir jetzt an Geld kommen hier? Der uns Geld schickt vielleicht? Keine Ahnung. Wenn ich meine Mom frage, was auch blöd, oder? Leute, dann müssen wir halt Geld verdienen. Verdienen? Oh nein, Emmy. Oh nein. Nein. Auf keinen Fall nein. So, wir sind jetzt hier auf der steinernen Brücke und es ist eine ganz krass bekannte Brücke hier in Regensburg. Natürlich nach dem Regensburger Dom, den ihr da vorne seht. Und das Krasseste an der Brücke ist, es ist die erhaltenste Brücke von Deutschland. Also die wurde auch nur 11 Jahre gebaut, von 1135 bis 1146. Oh Gott, und ja, genau. Ich glaube, ich muss nochmal zurückspringen. Ich weiß nicht, wofür die jetzt dieses Geld brauchen. Um wegzukommen, dachte ich oder so. Aber jetzt ist sie auf einmal hier gekleidet und so. Also, hä? Ja, und ist die jetzt hier mal eben so an Land geschwommen? Und hat den Arbeitsvertrag sich rausgefischt und ja. Ja, ja. Also, vergib mir, ich spring noch mal kurz zurück. Ja, wegen mir. Wegen mir. Ja. Okay. Das wird nicht so richtig erklärt anscheinend. Treib's nicht so wild. Pass auf, die Paddel schwimmen weg! Was ist hier schon? Hier mitten in der Pampa, oder? Und in der Stadt, weil die dann auf einmal an der Brücke dort ist, mitten in der Stadt, zur Stadtführung. Also... Du fährst doch eine Kanu in der Innenstadt. Ich raff das nicht. Also was ist denn das für eine Serie? Also ich schmeiße jetzt einfach einen Hut, sammelst du gleich was ein, oder? Ja, also ich, danke. Gleich mal einen Zehner reinschmeißen hier, oder? Oh, das ist richtig lieb. Danke dir. Ja. Zack. Danke. Warte, die hat 3 Sätze gesagt. Ja. Ne, Tittenbonus, ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Danke euch. Danke. Danke, vielen Dank, super nett. Dankeschön. Sehr geil gemacht, danke. Also. Danke! Ja, sehr geil gemacht. Ja. Ja, danke. Ey, das sieht richtig gut aus. Das reicht locker für die Fahrkarte. Geil! Plus noch ein Eis. Ganz ey, geil! Du bist echt die krasseste Stadtführerin ever. Danke! Okay, aber ich bin trotzdem sauer. Nee. Okay, nein. Jedes Mal das Gleiche. Pause. Hast du es mitbekommen? Die wollten also die Fahrkarte zurück nach Hause. Dafür brauchen sie das Geld. Du bist noch gemutet. Nee, bin ich nicht. Ja, okay. Es ist ein Schrott, diese Serie. Ich begreif's nicht. Ja, also ich denke, wir haben das durchgenudelt. Wir sind jetzt auch bei einer Dreiviertelstunde. Ihr habt gesehen, was für Abgründe das sind. Achso, wir haben ja hier noch das große Finale. Ich bin gerne Single. 17 Gründe, warum ich es liebe, Single zu sein. Willst du das echt sehen? Hallo, ihr Lieben. Aber die stopft 17 Gründe in 4 Minuten, also ich bin gespannt.
Aber I am Serafina, das meinte ich, da gibt's noch irgendwie Ableger oder so. Bei Defons, das Mädel, die hieß doch die ganze Zeit Kati, so wie ich es mitbekommen habe. Das ist jetzt hier irgendeine andere, Serafina. Nee, Kati war doch irgend so eine andere, die da die da rumgetanzt hat. Also. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Irgend so ein Scheiß. Ja, machen wir weiter. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten Single und ich dachte mir, ich mache ein Video zum Thema, warum es gut ist, Single zu sein. Ich war jetzt lange Zeit in einer Beziehung und lange Zeit vergeben und es tut auch mal wieder gut, jetzt ein bisschen für sich zu sein. Schreibt mir doch, wie es bei euch gerade ist, unten in die Kommentare. Das würde mich mega interessieren. Aber du kannst auch, wenn du in einer Beziehung bist, mal Zeit für dich haben. Du musst da nicht gleich alles über den Haufen schmeißen. Man möchte es kaum glauben. Oh Gott. Ich glaube, jetzt wird dein Punkt hier bespielt mit diesem an, aus und so und nicht festlegen. Mir ist es einfach viel zu knirsch hier. Ja, bitte, ja, machen wir. Und dann starten wir auch gleich. Grund Nummer 1. Jetzt im Nachhinein fällt mir auf, wie krass nervig das ist, diese ganzen scheiß Kosenamen. Berli oder Schlafi oder Bubilein. Ich bin gerade so froh, dass ich niemanden tatsächlich so nenne. Also ab und zu so ein paar Freundinnen zum Spaß, aber bin ich froh, dass die. Du bist jetzt sogar zum nächsten Video. Naja, scheißegal. Also, ich kann mir das nicht geben, echt. Beziehung und lange Zeit vergeben und interessieren. Und dann starten wir auch gleich. Grund Nummer 1. Niemanden tatsächlich so nennen. Also ab und zu so ein paar Freundinnen. Es melden sich plötzlich Leute, von denen man nie erwartet hätte, dass sie Interesse an einem haben. Und das finde ich aber eigentlich ganz interessant. Ja, Grund Nummer 3, den finde ich persönlich sehr, sehr ausschlaggebend. Man kann einfach mal, das Handy kann kaputt gehen oder man kann es ausmachen. Und es ist meiner Meinung nach eine super angenehme Sache, einfach mal wirklich sich eine Auszeit zu nehmen. Hä? Also du warst mit deinem Handy in der Beziehung? So objektophil-mäßig? Hatte der Freund wahrscheinlich nur geschrieben und mit dem geredet. Also, das lief halt immer über Emojis wahrscheinlich, der Kontakt. Oh Gott. Und das wäre niemals möglich gewesen in einer Beziehung. Grund Nummer 4, man muss keine Kompromisse mehr eingehen. Ja, wenn ich Bock auf Sushi essen habe, dann gehe ich halt Sushi essen. Dann gibt es niemanden mehr, der mir irgendwie daneben steht und keinen Fisch mag oder so. Grund Nummer 5. Man hat viel, viel mehr Zeit für Freunde, vor allem für die männlichen. Grund Nummer 6 ist eigentlich. Dass du männliche Freunde hast, ist ja schon das Problem. Ja, das war wahrscheinlich schon das Problem. Ja. Aber sie kriegt es wahrscheinlich wirklich in die 4 Minuten reingequetscht, ihre bis jetzt größtenteils doch sehr banalen Gründe. Naja, klar, also. Mal gucken, vielleicht hebt sich das Beste zum Schluss auf, die große Weisheit. Eigentlich recht ähnlich. Man hat mehr Zeit für sich. Und das finde ich auch sehr, sehr angenehm, einfach mal auf sich selber zu schauen, sich die Zeit zu nehmen. Zum Beispiel schaffe ich es jetzt jeden Morgen, mir einen Smoothie zu machen. Und dafür hätte ich damals nie Zeit gehabt. Ah, Grund Nummer. Warum? Musstest du ihm sein Leberwurstbrot schmieren oder was? Es ist mir auch scheißegal. Ich kriege hier Schmerzen, Arti. Ich kriege hier körperliche Schmerzen. Warum erzählt uns das ZDF das für Geld? Warum? Was soll das? Warum ist das überhaupt nicht mehr hochkant? Warum ist das Breitbild auf einmal? Ich bin verwirrt, wenn ich an meinem Handy sitze. Muss ich das querhalten oder was? Ja. Also was ich jetzt so für mich mitnehme ist, also mit der Einstellung kannst du zum Beispiel auch nie Mutter werden. Sorry. Die ist ja auch mega jung. Die ist 21 oder so. Ist dafür viel zu jung. Ich finde, die sieht schon... Na, egal. Egal. Nummer 7 ist... Für mich persönlich ein wahnsinnig wichtiger Grund, man hat das Bett für sich allein. Ich schlafe wieder so gut, seit ich Single bin, das ist der Wahnsinn. Ja, Grund Nummer 8, man kann sein Handy endlich mit dem Display nach oben legen. Grund Nummer 9 ist auch gar nicht so schlecht, man muss nicht mehr auf diese ganzen komischen Veranstaltungen, auf die man eigentlich überhaupt keine Lust hat, Wanderungen oder irgendwelche Kinofilme, auf die man eigentlich gar keine Lust hat und für die man eigentlich gar kein Geld ausgeben will. Grund Nummer 10, man kann endlich wieder die Serien sehen, ohne auf irgendeine Person warten zu müssen. Grund Nummer 11, man muss sich keine Meinung mehr anhören. Wie zum Beispiel, dein oranger Pulli ist ja richtiger Augenkrebs. Ich finde ihn eigentlich ziemlich geil.
Und es ist mir ziemlich scheißegal, was andere Leute davon haben. Mach mal kurz Pause. Ich dachte, es geht jetzt endlich mal irgendwie um Matt, um was Politisches vielleicht so. Bitte, hier kommt nichts Politisches. Es geht um den scheiß orangen Pulli. Also, wo sind wir hier beim ZDF? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Die knüpfen uns Geld dafür ab. Also, de facto kannst du hier wirklich sagen, alles, was sie jetzt bis jetzt gesagt hat, ist, ich muss keine Kompromisse mehr eingehen, weil ich bin jetzt allein. Ja. Mehr sagt sie halt nicht, nur an 1000 Beispielen illustriert. Du bist jetzt eigentlich ein Riesen-Cove. Ja, ist ja doch alles toll. Als ich und jetzt ist vielleicht ein bisschen böse, aber ich wette, sie hat irgend so einen Typen gesucht, der ehrlich ist und auch mal seine Meinung sagt. Und dann so, dein oranger Pulli sieht scheiße aus. Nee! Weg damit. Next. Punkt Nummer 12. Man hat endlich wieder mehr Geld. Und zwar auch für die Dinge, die man wirklich braucht. Wie zum Beispiel sich für 60 Euro Sushi ins Büro bestellen. Why not, oder? Also dein Freund war so ein Harzer von der Straße oder was, der kein Geld verdient hat. Deswegen hat es doppelt belastet. Ich verstehe gar nicht, warum du da inhaltlich so darauf eingehen willst. Adi. Ich kann nicht anders, das ist Selbstschutz. Das ist so ein belangloser Quatsch. Es ist ein belangloser Quatsch. Der Inhalt ist scheißegal. Oh Gott, ey, ich sterbe wirklich. Oh nee. Aber sie hat es mit Sushi auf jeden Fall. Gut, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Nummer 13. Man hat keinen Streit mehr. Und zwar wirklich keinen Streit mehr. Ab und zu vielleicht mal mit den Eltern oder so, aber man hat einfach keinen Streit mehr. Grund Nummer 14. Man gibt sich mehr Mühe beim Sex. Grund Nummer 15. Man kann ohne Probleme umziehen. Ja, wie zum Beispiel ich. Jetzt nach Berlin. Yay. Sowas funktioniert halt. Das wäre mit Freund einfach nicht so einfach gegangen. Ah, Grund Nummer 16. Man kann abstürzen, wie man will. Klar können dann einem Leute sagen, oh Gott, es ist so peinlich, wenn du dicht bist. Aber es juckt dich halt einfach weniger. Grund Nummer 17, man kann flirten mit wem man will und auch mit so vielen man will. Ach, das kann man in einer Beziehung nicht? Ich bin schockiert. Oh Gott. Ja, man kann schön sich besaufen. Also, naja. Es ist halt wieder das Thema ZDF und der Alkohol, ne? Das gab's ja auch bei. Das stimmt, da war ja was. Bei Weinkollektiv, ja, da gab's ja auch mal dieses berühmte Selbstexperiment von der einen Tante da. Ja, ich versuche jetzt mal ohne Alkohol hier auszukommen. Aber ich bin gar nicht Alkoholikerin, aber ich trinke jeden Tag und, ja, manchmal zwei, manchmal drei. Und eigentlich finde ich mich ja nur lustig mit Alkohol. Und, das ist, wahrscheinlich braucht man das beim ZDF. Wie lange hat sich das durchgehalten? 3 Tage oder so war das doch, bevor sie dann. Nee, das war schon 30 Tage. Das war schon 30 Tage. Aber nee, gut, die hat das doch nicht durchgehalten. Doch, hat die. Ich habe es erst vor kurzem gesehen. So, okay, okay. Wegen mir können wir es beenden. Die hat ihre Gründe genannt. Vielen Dank. Ja. Ja, das Ende hier hat mich auch nur noch getriggert. Also, ja, wir wollten euch einfach nur einen Einblick in diese Serie geben, was das für ein Schrott ist. Ja. Und wie lange der schon laufen muss, also so. Ja, 37 Staffeln. Sagen wir mal 6 Stück im Jahr, 6 Staffeln. Mhm, läuft die Scheiße schon seit 6 Jahren. Ja, genau. Ach, so ist es. Das ist echt absolute Clownswelt. Das multipliziert mit ihrem Gehalt, oh Junge, oh Junge. Oh, das würde mich sowas von interessieren, ja. Wie viel die davon kriegen und wie viel das kostet. Und ja, das würde mich sowas von interessieren. Könnte man sowas nicht eigentlich anfragen irgendwie? Also eine parlamentarische Anfrage sicherlich, oder? Die müssen doch darüber Auskunft geben, auch wie viel einzelne Shows kosten. Ob die das so auf die einzelnen Zweige runterbrechen, weiß ich nicht. Oder ob die nur sagen, Funk kostet so und so viel. Also, aber streng genommen musst du jemanden dein Gehalt heutzutage verraten. Also, Ja. Ja, ich kann jetzt nichts versprechen, aber vielleicht google ich da mal, ob man da irgendwie das in Erfahrung bringen kann. Es würde mich echt mal interessieren. Leute, interessiert euch das auch so viel? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Genau. Seid ihr eher der herzhafte oder der süße Typ beim Frühstück? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann nicht mehr. Ist noch die wichtigste Frage. Fandst du das eine Mädel da eigentlich in blond oder brünett besser? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich fand die blond besser. Die mit den ohne Nägeln. Ganz einfach. Ja, die erste. Okay, gut. So, ja. Wir haben es jetzt. Ich bin wirklich fertig mit Nerven. Gott sei Dank hast du das ja rausgesucht, so wie ich. Okay, liebe Leute, also mit minus 15 IQ-Punkten sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.